Martins Fest auf dem Sofa. Gestaltet von Kindern aus der Trinitatisschule Riesa, der Christenlehre und Korrente Großenhain sowie der ersten Grundschule Großenhain. Außerdem wirken mit Sigrun Köster, Michael Berg, Florian Mauersberger und Stefan Jenke. Ein Projekt im Netzwerk Kinderchöre in der Großenhainer Pflege. Ich begrüße euch hier in der Marienkirche. Ach, ich habe ja ganz vergessen, dass ihr alle zu Hause seid und auf dem Sofa sitzt. Wir wollen doch heute zusammen Martinsfest feiern. Und sonst habe ich immer durch das Programm geführt. Und das mache ich auch diesmal. Lasst uns jetzt gemeinsam beginnen mit dem Lied »St. Martin ritt durch Schnee und Wind«. Ihr könnt mitsingen. Den Text seht ihr dann. St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. St. Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee, da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an. O, helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. St. Martin, zieh die Zügel an, das Ross steht still beim armen Mann. St. Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. St. Martin, gib den halben still, der Bettler rasch ihm danken will. St. Martin aber ritt in Eil hinweg mit seinem Mantelteil. So, und jetzt gibt's ein Hörspiel, das heißt ein Umweg für Janne, mit Bildern dazu. Und wisst ihr, da kommt das Lied auch drin vor, das ihr eben gesungen habt. Gibst du mir mal den Kleber? Finn reicht ihn ihr und Janne klebt gelbes Transparentpapier hinter ein Fenster in ihre Laterne.
In diesem Jahr bastelt die Froschgruppe ihre Laternen für den Martinsumzug aus Milchtüten. Wie kleine Häuser sehen sie aus. Und wenn man ein Licht hineinhält, leuchtet es bunt und warm aus den Fenstern. Finn malt eine 5 als Hausnummer auf seine Milchtüte. Fertig! Frau Rose hilft Finn, die Laterne am Leuchtstab zu befestigen. Gemeinsam hängen sie sie über eine Schnur, die Frau Rose quer durch den Raum gespannt hat. Auch Jannes Häuschen ist fertig und bekommt den Platz direkt neben Finns. Bald schon baumeln 25 bunte Laternen von der Decke. Nach dem Basteln üben die Kinder der Froschgruppe noch einmal alle Martinslieder, die sie beim Martinsumzug singen wollen. St. Martin ritt durch Schnee und Wind mag ich am liebsten, flüstert Janne Finn ins Ohr, weil es so schön die Geschichte erzählt, wie St. Martin seinen Mantel geteilt hat und wie er dem Bettler eine Hälfte geschenkt hat. Stimmt, und dann ist er fortgeritten und hat in der Nacht von Jesus geträumt und er hat sich sogar bei ihm bedankt. Kurz darauf ist der Kindergarten zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, verabschiedet Frau Rose die Kinder. Bis Montag! Janne und Finn ziehen ihre Jacken, Schals und Mützen an. Gehen wir beim Zug nebeneinander? Auf jeden Fall. Ich freue mich schon so sehr auf St. Martin. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Doch als Finn am Montagmorgen in den Kindergarten kommt, ist Jannes Platz im Sitzkreis leer. Janne hat Windpocken, erklärt Frau Rose. Heute Abend beim Martin-Umzug ist sie aber wieder dabei, oder? Leider nein. Windpocken sind sehr ansteckend. Deshalb muss Janne für ein paar Tage zu Hause bleiben. Leider. Finn ist traurig. Er denkt, Janne hatte sich doch so sehr auf den Martins-Umzug gefreut. Außerdem wollten wir nebeneinander laufen. Und jetzt kann Janne nicht mitkommen. Dumme Windpocken, warum müssen sie ausgerechnet heute kommen? Finn findet, das ist nicht fair. Am Abend treffen sich die Kinder im Gruppenraum der Frösche. Frau Rose gibt jedem Kind seine Laterne. Nur Jannes Laterne bleibt einsam an der Schnur zurück. Als Frau Rose Jannes Laterne dann an ihren Garderobenplatz hängt, macht das Finn noch trauriger. Schnell angelt er sie herunter und nimmt sie mit. Draußen haben sich schon alle Kinder aus dem Kindergarten versammelt. Jede Gruppe hat eigene Laternen gebastelt und die Milchtütenhäuschen der Frösche sind in diesem Jahr ganz vorne. Der Zug sieht toll aus. Bunt leuchten die Laternen in der Dämmerung. Und ganz vorne sitzt St. Martin mit einem prächtigen Mantel aus rotem Samt auf einem Apfelschimmel. Das Pferd schnaubt ungeduldig und wartet genau wie die Kinder darauf, dass es endlich losgeht. Das hätte Janne bestimmt gefallen, denkt Finn niedergeschlagen. Doch dann hat er plötzlich eine Idee. Aufgeregt läuft er zu Frau Rose und flüstert ihr etwas ins Ohr. Das ist eine tolle Idee, Finn. Voller Spannung sieht Finn zu, wie Frau Rose mit dem Polizisten redet, der den Zug anführt. Frau Rose lächelt und gibt Finn ein Zeichen. Daumen hoch, es klappt! Wenig später erreicht der Zug den Park. Doch anstatt rechts zum Marktplatz abzubiegen, wie sonst immer, bewegt sich der Zug auf einmal nach links und verschwindet in einer kleinen Seitenstraße. Direkt vor Jannes Haus hält St. Martin sein Pferd an. St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind, singen alle Kinder so laut sie können. Janne kommt ans Fenster und kann es nicht glauben. Da sind St. Martin mit seinem Pferd und Frau Rose und Finn und alle Kinder aus ihrem Kindergarten direkt vor ihrem Fenster. Der Vorgarten vor Jannes Haus ist in ein buntes Lichtermeer getaucht. Finn winkt Janne zu.
Alle singen noch ein Lied. Dann erst zieht der Zug weiter zum Marktplatz. Doch ein buntes Licht bleibt zurück. Jannes Laterne. Finn hat sie direkt vor ihr Fenster in den Boden gesteckt. Dort leuchtet sie mit Jannes Augen um die Wette. Eine schöne Geschichte. Und jetzt kommt ein Martinsspiel. Aber nicht von diesem Jahr, weil dieses Jahr dürfen wir nicht spielen hier. Aber von 2017, hier aus dieser Kirche. Und von 2019, von Wantewitz. Zwei Martinsspiele in einem. Finster und kalt ist diese Nacht. Da kommt einer in erbärmlicher Tracht. Jetzt seid ganz still. Ich frage ihn, was er hier will. Ein armer Mann will nicht hierher. Es ist so kalt, ich friere sehr. Ich habe Haus und Geld verloren. Nichts habe ich mehr, nur Teil verloren. Wer hilft mir denn in meiner Not? Ich fürchte, morgen bin ich tot. Verliere nicht den Mut, du armer Mann. Ich schaue, wer dir helfen kann. Dort drüben wohnt ein reicher Herr. Klopf an, vielleicht gibt er was her. Ein armer Mann will nicht hierher. Es ist so kalt, ich friere sehr. So helf mir doch in meiner Not. Schenk mir ein kleines Stückchen Brot. Was ist denn los? Wer bist denn du? Geh weiter und lass mich in Ruhe. Fürs Geld habe ich nicht Luft ins Schwer. An euch, Frau Rotzer, gebe ich nichts her. Guter Mann, habt doch Erbarmen, ein guter Mann, ihr seht doch, wie ich friere. Habt doch Erbarmen mit mir. Ich will nichts hören, geh weiter. Ich rufe die Polizei. Mir reicht. Der Reiche haut die Tür. Was mache ich jetzt? Was weißt jetzt du? Siehst du die Kaufleute dort stehen? Schaut her, ein ofengutes Brot. Und die Äpfel so schön rot. Füllt euch in reiche Plätze ein. Wie gut schmeckt dieser freudige Wein. Na nun, wer kommt denn da zu uns gelaufen? Meinst du, der kann für uns was laufen? Ein armer Mann bin ich, seht her! Mir ist zu kalt, ich friere sehr. So helft mir doch, in meinem Boot schenkt mir ein kleines Schlückchen Brot. Es wird dir doch so wohl gefallen. Willst du was haben, musst du bezahlen. So ist es halt auf dieser Welt. Du kriegst nur was für Bartes Geld. Ihr seht doch, dass ich das nicht kann. Ich habe kein Geld, bin dreckig dran. Ich habe Haus und Geld verloren. Nichts habe ich mehr, nur Geld. Wir müssen ans Verdienen denken. Wird für uns das Zeug verschenken, dann werden wir bald so arm wie du. Halt dich an, lass uns in Ruhe. Kein Mensch schenkt seiner Not ein Ohr. Der Bettler friert mehr als zuvor. Doch siehst du dort den alten Mann. Ein armer Mann will nicht hierher. Es ist so kalt, ich friere sehr. So helft mir doch in meiner Not. Schenk mir ein kleines Stückchen Brot. Ich habe kein Brot, es tut mir leid. Ich habe ein Kleid. Den Mantel kann ich dir halt lassen.
Vergelt es Gott, gebrüder Mann. Ich weiß nicht, wie ich danken kann. Seinen Mantel geteilt. Und später wollte er nicht mehr Soldat sein. Er hat sein Schwert und seinen Mantel abgegeben und seinen Helm. Er wurde ein Bischof und hat von Jesus erzählt und war für die Menschen da. Deshalb denken wir heute noch an ihn. Und der Finn war für die Janne da. Und wir können auch für jemand anders da sein. Und für wen? Das erfahrt ihr im nächsten Film. Ich sag aber schon mal Tschüss. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Das sind Uli, Leni, Paige, Gian und Glenn. Sie wohnen in Bori auf der indonesischen Insel Halmahera. Das ist praktisch auf der anderen Seite der Erdkugel. Und das ist einer der Klassenräume ihrer Schule. Ihr seht, der ist noch nicht ganz vollendet. Dafür, dass er fertig gebaut werden kann, mit Türen, Fenstern und richtigen Fußboden und so, sammeln wir Geld. Da das nun beim Martinsfest in der Kirche nicht geht, könnt ihr auch etwas überweisen. Das Spendenkonto wird am Ende des Videos eingeblendet und steht auch in der Videobeschreibung. Während der Chor singt, zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke vom Bau des neuen Schulhauses sowie aus dem Schulalltag in Bori. Ob du ihm helfen kannst.
nochmal. Ciao.